Hallo Freunde der Spielkultur, beim letzten Mal haben wir hier aufgehört und haben Zorn nach dem zweiten Anlauf besiegt und ja, da haben wir ein bisschen gestruggelt und jetzt reisen wir zurück zum, sei gegrüßt, wie heißt der Teil von diesem, warte mal, Moment, hier war das, muss jetzt nachgehen, genau, südliches Ende. Und gehen in das Portal rein. Und ja. Gut. Schon sind wir hier angekommen. Und ich bin schon. Ich weiß eh, wie der Kampf ist. Aber der Kampf ist richtig nice, finde ich. Ich meine, er ist nicht schwer, finde ich. Ich meine, vielleicht ja erhöhten Schwierigkeitsgrad, weil ich spiele ja Darksiders nach der Reihe durch. So, zuerst leicht oder normal und dann mit schwer oder Apokalypse. Sehr schwer, glaube ich, ist das dann. Aber das mache ich dann offscreen. Und ihr werdet eh bei Twitter weiterverfolgen können, ob ich dort jetzt endlich die Platin-Trophy habe. Die möchte ich mir, mein Platin gibt es ja beim PC nicht, aber halt alle Trophäen, 100%. Und los geht's mit, wie heißt sie noch schnell, mir fällt der Name nie ein. Hochmut? Nein. Keine Ahnung. Werden wir jetzt eh gleich sehen. Selbstvertrauen steht dir. Wenn es verdient ist, schon. Du besitzt Stolz. Stolz, genau, so ist das. Ich habe nie begriffen, wieso Stolz eine Todsünde sein soll. Genau, Stolz. Wenn du nach Abschluss einer mühsamen Aufgabe verspürst, verleiht dir das nicht neue Kräfte? Du hast großes Potenzial bewiesen. Herausragendes geleistet. Hast du dir dafür nicht etwas verdient? Er hat einen Kopf. Aber nicht von dir. Bevor du einen tragischen Fehler begehst, möchte ich dir ein Angebot machen. Du hast die Welt gesehen. Ihren Zustand. Dir ist sicherlich klar, dass dich irgendwer irgendwo belogen hat. Es gibt keinen Plan. Es gibt kein Gleichgewicht. Es sind alles Lügen. Aber stell dir vor, es wäre wahr. Stell dir vor, du und ich machten uns wirklich daran, der Welt eine Richtung zu geben. Eine Ordnung. Ist das nicht deine wahre Bestimmung? Wir könnten die Macht des Gleichgewichts sein, die die Welt verdient hat. Wir könnten Großartiges bewirken. Es gab eine Zeit, da hätten mich diese Worte überzeugt. Doch damals wusste ich noch nicht, wie hässlich Hochmut sein kann. Danke für dein großzügiges Angebot. Doch wenn jemand diese Welt in Ordnung bringen muss, werden das weder du noch ich sein. Los geht's mit diesem Kampf. Hochmut. Wieso kann ich hier nichts anrichten? Verdammt. Achso, perfekt. Diese. Bam. Ach, meine Chaosfähigkeit ist wieder da. Aber er sieht halt wieder ihr Schild. Kann doch nicht sein, dass das Schild zu viel aushält. Alter, das gibt's doch nicht. Phase 2. Das ist aber schnell gegangen. Ach ja, das tut ja weh auch. Bam. Bam. Die ist ein bisschen härter eigentlich, würde ich. Alter.
Moment. Ach, jetzt bin ich in ihren. Will ich down kriegen jetzt endlich, ey? Ja, Schild haltet so viel aus. Komm mal hier, du. Was willst du jetzt? Was machst du jetzt für neue Moves, ey? Das geht doch gar nicht. Ah, perfekt, geschafft. In 5 Minuten. Langsam komme ich rein. Hast du mit dem Fürsten des Abgrunds gesprochen? Er wusste es. Auch er war stolz. Erzähl mir vom Rat. Deine sogenannten Meister sind vom Stolz befallen. Sie dienen keinem Gleichgewicht. Wer glaubst du, hat die 7 aus unserem Gefängnis gelassen? Welchem Zweck dienen wir, wenn es keine Menschen gibt, die wir verderben können? Das stimmt aber allerdings. Sag, dass dies nicht wie die Wahrheit klingt. Du kannst nicht abstreiten, dass auch du noch Stolz verspürst, oder? Genug der Bauchpinselei. Erzähl mir alles. Du weißt bereits alles. Herren, die Ironie ist, dass dein Feind ausnahmsweise recht hat. Du solltest Stolz empfinden, aber nein, du verspürst nur Angst. Angst der wahren Größe so nahe gekommen und dann gestürzt zu sein. Sieh, dein Rat betrügt dich. Beobachterin? Mach so hübsch. Ich war immer so eifersüchtig auf dich, Schwester. Nein. Nein. Alter. Aha, so sieht die alte aus. Da ist die erste Todsünde über eine andere. Verdammt. Es hat alles gestimmt. Ja, alles. Ich beneide diese Ignoranz. Ein großes Glück, oder? Weißt du, worum ich dich noch beneide? Deine Macht und dank unserer gemeinsamen Wut gehört diese Macht mir! Hochmut hatte recht. Der feurige Rat hat dich angelegt. Sie wollen unser aller Tod. Den der 7 Sünden und der Retter. Nein! Aber ich wusste es besser. Eifersucht, bitte! Eifersucht! Ich nahm die Gestalt eines vertrauten Dieners an. Und du, Reiter, wurdest mein Schwert und mein Schild. Die Botschaft ist klar.
Ja, Alter. Das Finale ist ja richtig geil. Weil das ist der letzte Part von... Und... Ja, jetzt geht's schon weiter. Du schnarchst. Vielleicht eine gebrochene Nase. Na, du warst offenbar fleißig. Keine Ahnung, womit. Außer dich ordentlich vermöbeln zu lassen. Wer bist du, Mensch, dass du so mit mir redest? Ach, ich bin auch bloß ein Flüchtling, wie du. Hm. Aber ich bin nicht stark genug, das Gleichgewicht zu schützen. Nein. Das ist deine Aufgabe. Ist ja nicht stark genug. Ich habe gelernt, dass ich schwach bin. Tja, vielleicht begreifst du jetzt endlich, wie die Menschen sich fühlen. In einen Krieg hineingezogen, den sie nie wollten. Sich selbst überlassen gegenüber Mächten, die sie unmöglich begreifen oder bekämpfen können. Die ganze Menschheit wurde betrogen. Und doch kämpft sie weiter. Was ist mit dir? Ich bin vom Weg abgekommen. Ich war neidisch. Ich war zornig. Ich war faul. Und noch Schlimmeres. Alles, was die sieben Sünden verkörpern. Und ich habe dafür teuer bezahlt. Anders ausgedrückt, du hast gelebt. Ja. Sehr gut. Endlich bist du lebendig. Und wo Leben ist, ist immer auch Hoffnung. Hoffnung? Mein Kampf mit Neid war demütigend. Jetzt gerade ist sie zweifellos auf dem Weg, den feurigen Rat zu zerschmettern. Und ich sitze auf der Erde fest. Wenn du also von Hoffnung sprichst, Mensch, kann ich dir nicht beipflichten. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein, Haven ist auf Hoffnung erbaut. Komm, sprich mit Ultan. Du wirst schon sehen. Hm. Er weiß sicher irgendwas, was ihr noch nicht wisst. Ich weiß es ja leider schon. Hm. Wow. Ich wusste ja, dass das noch wichtig wird. Das hat man einfach gemerkt. Habe ich beim ersten Durchspielen auch schon gedacht. Okay, müssen wir selbst runtergehen? Ah, hüpfen wir gleich runter. Haha. Ich darf jetzt erst doch ein bisschen aufrüsten. Haben Sie mir geholfen? So sind Menschen eben. Und dass du so viele Überlebende zu uns geschickt hast, hat dir auch nicht geschadet. Oh, das stimmt allerdings. Wir haben dich nicht aus den Trümmern gezogen, damit du jetzt aufgibst. Neid besitzt die Macht der Sieben. Der Verrat steht dir ins Gesicht geschrieben. Den Tod überlassen wie nutzloser Abfall. Doch, es ist noch nicht vorbei. Ultan. Hier, nimm. Ein Geschenk vom Fürst des Abgrunds. Es gehört in stärkere Hände als meine. Du weißt nicht, was du mir da anbietest, Reiter. Das kann nicht dein Ernst sein. Ist es von Bedeutung? Ich bin eindeutig unwürdig. Willst du es nicht? Das war nicht für mich bestimmt. Der Fürst des Abgrunds wusste, wen er erwählt. Niemand wird sein Vertrauen hinterfragen. Zumindest ich nicht. Was? Dieser Meilenstein verdient Anerkennung. Wenn du es nicht tust, tue ich es für dich. Ja, mit ein paar Anpassungen. Aber er ist nur für dich. Er führt nur dich zum Wunsch deines Herzens. Ich wünsche mir nur zu beenden, was der Rat begonnen hat. Finde deine Entschlossenheit, Reiter. Nur sie bleibt dir noch. Und du brauchst sie, wenn du Neid aufhalten und deine ehemaligen Meister stürzen willst.
Dann gehen wir mal hier rein und begeben uns zum feurigen Rad. Jetzt los. Wieso sieht man jetzt nur die Maus? Ist das Spiel abgestürzt? Nein. Okay, jetzt kommt erst der Ladebildschirm. Keine Ahnung, was der ladet. Vielleicht das alternative Ende oder so. Keine Ahnung. Kein Schimmer. Ihr habt so lange nur beobachtet und gerichtet, dass ihr vergessen habt, wie man kämpft. Wie wagt es, diesen heiligen Ort anzugreifen? Ja, ich wage es, weil es noch niemand je getan hat. Und das macht es noch besser. Ihr hochmütigen Schweinehunde habt das schon seit Äonen verdient. Und das habt ihr allein euch selbst zu verdanken. Euer Markthunger wird euer Untergang sein. Neid! Wenn da nicht der Topf über den Tiegel redet. Wenn ich hier fertig bin und euch nur noch Kiesel bleiben, macht ich einfach die Apokalypse ab. Erledige die noch übrigen geschwächten Generäle. Die Erde wird mir gehören. Es ist vorbei, Knight. Du bist gescheitert. Tötet sie, Reiter. Wir verlangen. Oh, seid still. Ihr verlangt mir lediglich Verachtung ab. Werdet ihr bald kennenlernen. Blasphemie! Wahrheit. Ergib dich oder stirb, Neid. Ja, das heißt, sie will sterben. Können wir gerne einrichten. Ernsthaft? Ja. Nein, aber den Versuch war's wert. Er ist fein, du bist schnell. Wer ist unwürdig, hä? Bam. Ah, das war ordentlich. Ach ja, das war ja der Krieg-Move. Möchte ich mich gerne heilen? Alter, was ist mit dir? Okay. Alter, was? Puh. Dann machst du aber mal. Und mich. Alter, was ist mit dir? Alter. Hat's dich geschmissen? Okay. Hätte ich kontern können. Alter! Wie weich ich hier? Ah, so. Alter, die macht Schaden. Ah, gut. Das wird jetzt diesmal ein längerer Part. Schätze ich mal. Ich beneide dich nicht um das, was du gleich spüren wirst. Was spüre ich, ja? Was spüre ich? Machen wir noch die Chaosgestalt? Jetzt kill ich dich, du kleine Drecksau.
ist mit dir? Cool, ich habe lange genug überlegt, dass ich mich wieder... Ah, so, nach den Zeiten. Okay, jetzt stirbst du bitte einfach. Exau, du. Perfekt. Schon haben wir sie geschafft. Alter, ich habe jetzt Gänsehaut. Abgesehen davon, dass ich schon neugierig bin, wie das alternative Ende ausschaut. Vielleicht habe ich schon beide gesehen. Überschritten, Reiter! Ihr werdet ebenso wie eure Brüder eure Strafe bekommen, dreistes Kind! Außerdem fühlt sie sich ziemlich gut an. Diese Arroganz, diese Unverfrorenheit. Das ist anders. Ist Stolz. Das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, die Quelle der Seelen kann euch zerstören. Das werdet ihr nie erfahren, Elende. Okay. Und wieder? Das werde ich rausschneiden, habe ich beschlossen.
heute noch. Mich nervt das jetzt gerade, wenn ich ehrlich bin. Ah, jetzt geht's weiter. Was da jetzt los ist? Weil beim ersten Durchspielen, was ich gemacht habe, ohne euch, ja, es geht schon weiter. Hat es nicht zu lange gedauert, wollte ich sagen. Einigkeit ist der Schlüssel. Wenn wir vorankommen wollen, dann nur gemeinsam. Du wirst es nicht schaffen. Der Rat. Erzürnt heizt zweifellos heimlich den Angriff auf Haven an, falls du einen Plan für sie hast. Wäre jetzt der Augenblick. Himmel, Hölle, der feurige Rat. Sie alle wollen sie auslöschen. Das weißt du. Doch vielleicht kennst du den Grund nicht. Wieso war euer Leben selbst vor der Apokalypse so hart? Weil ihr zu einem bestimmten Zweck erschaffen und schutzlos zurückgelassen wurdet. Also sind jene, die euch fürchten, darauf aus, euch mit falschen Versprechungen, mit Kriegen und Sünden zu zerstören, die sie euch anlasten. Sie fürchten euch. Das kann man gegen sie einsetzen. Die Menschheit kann diesen Krieg gewinnen. Sieh dich um. Dieser traurige Rest der Menschheit ist einem Kampf von diesem Ausmaß nicht gewachsen. Nein, ihr müsst euch verstecken. Vor den Augen von Himmel und Hölle? Vor dem Rat? Genau das müssen wir tun. Doch was die Menschheit mehr braucht als ein gutes Versteck, ist ein Beschützer. Ein Beschützer? Was kommt denn da jetzt? Welche Waffen hatten die der in der Hand? Weg? Wohin? Nicht zurück zur Ratskammer. Was wäre ich für ein Erschaffer, wenn ich einen Durchgang erbaut hätte, der nur zwei Orte verbindet? Hm? Dein Herzenswunsch, Reiter. Ein sicherer Ort für die armen Unerwünschten. Ich verstehe nicht. Wirst du noch? Leider. Wird dir alles klar werden, wenn du mit ihnen gehst. Ich? Sie brauchen eine Beschützer. Du brauchst eine neue Aufgabe. Mach dich frei. Setzen. Eines Tages bringen wir die Dinge wieder ins Lot. Gemeinsam. Ultan, mein Bruder, Krieg, ist ein Unschuldiger in diesem Drama. Falls du ihm irgendwann einmal helfen kannst, bitte ich dich, es zu tun. Das werde ich. Danke, Erschaffer. Auf eine Zukunft der Gerechtigkeit. Ja. Gute Reise, Reiter. Ich frag mich nur, wo die Reise hingeht.
Alter. Hader. War so klar irgendwie. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Weil das kenne ich, glaube ich, jetzt noch nicht. Oder es gibt nur vielleicht nur kleine Abweichungen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber, ja, werden wir jetzt hier gleich sehen nach dem Ladebildschirm. Was in diesem Part irgendwie extrem lang sind. Ja, das überspringe ich mal. Ich glaube, danach kommt das, oder? Ja, danach kommt es. Und das habe ich beim letzten Mal auch schon in die Art gesehen. Du solltest den Verräter zum Schweigen bringen. Unwichtig. Das junge Ding ist sich ihrer Kräfte weiterhin nicht bewusst. Der Rat wird darüber nachdenken und Krieg auf die Erde senden. Ein Fehler. Das letzte Siegel wird gebrochen. Und ich werde mich an dem Chaos laben. Du darfst gehen. Aha. Ich glaube, wir sehen, wer das ist. Spielt das anscheinend vor den... Nein. Okay. Ich muss es jetzt wirklich sagen, das Spiel hat mir extrem Spaß gemacht. Und würde es jedem empfehlen. Ich meine, es ist in der Schwierigkeit eigentlich ziemlich... hoch anzusetzen bis zum Schluss, da ist es ein bisschen leichter geworden für mich. Also würde ich jetzt wahrscheinlich jetzt den nächsten Schwierigkeitsgrad angehen. Aber das werdet ihr leider nicht in meinem Let's Play erleben. Vielleicht irgendwann einmal als Livestream oder so. Ja. Naja, gut. Also ich sage jetzt nochmal danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch dieses Projekt gefallen hat, dann... lasst mir bitte ein Abo da und bis zum nächsten Mal bei Witcher 3. Ciao.